Herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. Noch 10%. Dann kann ich eigentlich den Bogen bauen. Aber so lange will ich nicht warten. Ich habe mich ein bisschen ausgerüstet. Habe mir mal ein paar Speere gemacht, weil die sind ja ganz gut. Mal 5 Stück. Habe auch noch im Notfall ein paar dicke Äste dabei. Und wir klappern jetzt noch mal ein paar Häuser ab hier in der Nähe. War einmal die Rückseite vom See. Da war ja noch ein Haus mindestens. Licht an hier. Früher Morgen. Überfallen wir mal die Zombies in ihren Häusern. Und dann fahren wir nochmal. Okay, ich glaube, den Rest gehen wir mal zu Fuß. Jetzt auch meine Waffen zu Hause gelassen, so viel Munition habe ich ja nicht mehr. Ein Besuch bei der Mine steht also auch nochmal auf dem Plan. Aber wir gehen mal hier hin. Gucken mal, was es hier so gibt. Und dann gibt es ja da hinten ja noch die Art Garage oder was das war. Da gucken wir auch nochmal rein. Hier scheint es gar keine Zombies zu geben. Keine mutanten Dinger hier. Was ist denn los? Okay, niemand da. Brechen wir trotzdem auf. Messer gibt es. Sonst nichts. Im Schreibtisch ist auch nicht. Naja. Schade, hier war es das. Ich dachte, hier gibt es noch mal ein bisschen was. Na gut, dann machen wir uns mal zu den nächsten Häusern hinten an der Straße hin. Hier bei der Tankstelle waren wir ja schon. Gibt es aber noch eine Menge zum Abbauen. Aber dazu wollte ich mir erst den Hammer, den großen, machen. Und dafür brauche ich Eisen. Ohne Eisen wird das nichts. Aber hier will ich mal reingucken. Oh, Handschuhe kann ich mir jetzt aussuchen langsam, welche ich tragen will. Jetzt auch schon verschiedene Farben. Passend zum Outfit immer. Sprit zapfe ich mir ab. Hier würde noch ein Auto rumstehen. Was es so gibt.
Zeug brauche ich eigentlich nicht so, aber das kann ich ja nur voll wieder wegschmeißen. Steine und Co. Das ist eine ganze Werkstatt. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Auf jeden Fall, hier gibt es noch eine Kiste, die kann ich nochmal rausholen mit dem Pickup. Vielleicht muss ich nochmal eine zweite Runde drehen. Um die mit dem Pickup abzuholen. Wenn es noch mehr gibt. Muss ich mir nur merken, wo ich überall hin muss. Oh ja, hier lohnt es sich ja richtig. Naja. Ist schon ordentlich. Besser als gar nichts. Aber das war's dann auch hier drin, ne? Okay, also hier nochmal anhalten und die Kiste rausholen. Ich lade mal alles um. In den Kofferraum. Ach komm, wir laden alles um, was ich nicht brauche jetzt. Feuerholz haben wir auch gekriegt, sehr gut. Selbst die Äste packe ich hier rein. So, eine Hähnchenkeule habe ich noch dabei für unterwegs. Wenn ich Hunger habe, so lange sollte das Ganze ja auch nicht dauern. So, auf zu den nächsten zwei Häusern da unten. Ich will schon noch. Nein, was ist hier schon wieder los? Oh, warte, ich hab mich fest. Ja. Was ist denn hier schon wieder? Ich habe natürlich auch meinen Wagen hier natürlich jetzt nicht mitgenommen, ne? Warum denn auch? Ich bin Auto schon wieder festgefahren. Ich krieg ein zu viel, ey. Muss ich nach Hause laufen und den Wagen hier holen? Ehrlich jetzt? Ja, muss ich. Na, dann habe ich jedes Auto mal festgesetzt. Eins auf dem Dach gelegt und eins habe ich festgefahren. Das war auch mal schön. Aber, egal jetzt erstmal. Ich durchsuche jetzt erstmal hier die Häuser. Wenn ich schon mal hier bin. Niemand da. Aber es gab ein bisschen Munition. Ist schon mal gut. Ein paar Fläschchen nehme ich hier auch mit. Gucken, was hier unten noch drin ist. Hätte ich auch mal längs anhalten können. Ich dachte hier, die Bude wäre verseucht. Aber sogar nochmal Verbände, sehr gut. Hier geht's auch schon wieder raus. Ja, das war's. Super, wir hätten jetzt auch noch weiterfahren können. Wenn ich mein Auto nicht festgesetzt hätte. So. Schmeißen wir mal hier alles rein. Dann ist das wenigstens alles gesichert. Und dann muss ich erstmal nach Hause laufen. Querfeldein, versteht sich. Lass mein Auto hier aber stehen. Und durch den Wagen hier aber jetzt nicht mitgenommen. Warum sollte ich noch mitnehmen? Passiert schon nichts.
Das sehe ich ja. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir gleich nochmal hier die ein, zwei Häuser ab. Oder war ich hier schon mal? Aber ich sehe gerade, hier ist eine Sawmaschine. Die können wir uns auch... da sage ich nicht nein. Zu den Baumstämmen, die können wir immer gebrauchen. Die können wir uns auch abholen fahren. Dann haben wir wenigstens einen Grund mehr, hinten in der Gegend mit dem Pickup hinzufahren. Aber sonst ist hier auch nichts weiter. Nee, das mache ich bestimmt nicht zu meiner Base. Nichts für ungut. Hier sind auch ganz viele Stämme, die man mal rausziehen könnte. Einfach hätte man schnell und einfach ein paar Baumstämme. Ja, okay, hier kommen wir nochmal her auf jeden Fall. Muss ich, glaube ich, eine neue Axt mitbringen, weil die hatten noch 8% meine jetzige. Ich muss, glaube ich, aber eher in die Richtung hier hoch. Also fahren wir die zwei Sägewerke dann nochmal mit dem Pickup an. Ja, und schon wieder laufe ich durch den Wald. Sollte nicht zur Gewohnheit werden. Muss ich gleich nur mal gucken, wo ich den Wagen hier hingelegt habe. Denn ich wollte einfach erstmal los noch ein bisschen was looten, bevor ich anfange alles wegzusortieren, dachte ich mir. Vielleicht finde ich ja nochmal Schränke oder irgendwas anderes. Ah, das war die Kiste hier. Oh, es liegt nie alles. Ah ja, komm her, wenn wir schon unterwegs sind. Können wir schon alles mal gebrauchen. Machen wir uns die Taschen voll. Scheinen noch keine neuen gespawnt zu sein. Vom letzten Überfall, den wir hier gestartet haben. So, da sind wir mal wieder kurz zu Hause. Ich wäre auch lieber hergefahren. Aber so ist das manchmal. Also ich schmeiße jetzt mal kurz ein paar Sachen raus. Dass ich nicht alles wieder mitschleppen muss jetzt. Ich muss ja eh durchsuchen, wo mein Wagen hierbei ist. Das weiß ich jetzt auswendig nicht. Na, hier waren natürlich noch Federn in der Kiste drin. Na ja, klar. Naja, ich werde es ja gleich noch sortieren. Ich habe jetzt genug Lagerflächen. Aber wo habe ich meinen Wagen hierbei gelassen? Das ist nämlich jetzt eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall habe ich ihn wieder mitgebracht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war es ja schon. Ja, wo habe ich gerade noch meinen Wagen hier hingelegt? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich kann der gar nicht weg sein. Ich hatte ihn doch. Nur wo habe ich ihn hingepackt? Yes. Nein, wo ist der Wagen hier? Ah, hier ist er. Gott sei Dank. So, und auf ein neues.
Jetzt müssen wir leider den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Das Auto kurz Wagen heben. Rausheben. Wagen heben. Rausheben. Und 7:48 Uhr. Dauert ja ein paar Minuten. Ich glaube, wir kommen nicht dann irgendwie im Mist oder so unterwegs. Wobei es nicht schlimm wäre, schnell einzusteigen dann und nach Hause zu fahren. Meine Ausdauer noch alle. Na gut, jetzt wird es ein bisschen langsamer. Okay, dann nächste Runde. Auf jeden Fall zum Holzfällercamp. Also nochmal hinfahren, die zwei Sachen abholen. Die Sawmaschine und die Kiste noch zum Lagern und dann jeden Fall nochmal zum Holzfäller-Camp, um die ganzen Stümpfe daraus zu ziehen. Also bringt nochmal ordentlich Holz, was wir dann haben. Dann brauche ich nicht so viel verbrauchen und relativ zügig ein paar Baumstämme. Dann fahren wir nochmal zum anderen Holzfäller-Camp, was da die Straße weiter runter war, und gucken nochmal, was los ist. Und verbinden das vielleicht gleich nochmal mit der Mine. Das könnten wir eigentlich tun. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Ich will es erstmal noch mal sehen, dass ich mein Auto wieder kriege. Okay, da vorne ist es ja schon gleich. Da ist die Garage. Und da vorne muss mein Auto stehen. Ich laufe hier rum. Auf ein neues mit dem Wagenheber das Ganze. Minuten dauert das. So, jetzt hoffentlich kann ich hier wegfahren. Ja. Wuhu, wir haben es geschafft. Ah, so ein Wagenheber ist schon nützlich, muss ich sagen. Hier müssen wir auch noch mal gucken im Motel, was es hier so gibt. Mal gucken, ob ich die Türen vielleicht aufkriege, weil die waren ja verschlossen. Das könnten wir auch noch mal machen. Für Benzin, naja, habe ich jetzt alles hier in die Tanks gesteckt, ne? Aber ich hätte den Biosprit noch. Wäre also auch eine Option auf jeden Fall. Ja, haben wir ja noch mal ein paar Möglichkeiten, sehr gut. So, mein Auto ist wieder da. Sehr schön. So, ich werde jetzt gleich mal mein Pickup schnappen und glaube ich nochmal losfahren, bevor ich hier den Kofferraum ausräume, damit ich noch mehr Lagerflächen habe. Mir eine zweite Axt einpacken oder eine neue Axt einpacken, eins von den beiden. Und dann würde ich sagen, fast 95%, fahren wir nochmal los zu den Holzfällercamps und Mine und Co. in der nächsten Folge. Mache ich mich gleich für fertig, dass es nicht zu lange dauert, und dann würde ich sagen,
Da sehen wir uns gleich wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao.